Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Genus Solo. Lang, lang ist es her, dass The Seven Citadel, der Nachfolger zu The Seven Continent, angekündigt wurde, ich einen Prototyp-Review gemacht habe und es nun endlich zur Auslieferung gekommen ist. Ich glaube, fast 4 Jahre sind jetzt ins Land gegangen, aber es ist nun letztendlich da. Allerdings, so einen richtigen Zweifel hatte ich da niemals dran. Serious Pop hatte in der Vergangenheit ihr Seven Continent ausgeliefert. Sie haben auf alle Fälle bewiesen, dass sie es drauf haben. Wenn man die letzten Jahre mit den ganzen Krisen, was die Transportkosten angeht, was Corona angeht, dann kann man froh sein, dass das kleine Unternehmen es geschafft hat, jetzt das Seven Citadel auszuliefern. Da gibt es andere Projekte bei mir, die sind noch viel älter, wenn ich da nur an den Reprint zu Planet Apocalypse denke von Peterson Games. Ich glaube nicht, dass ich es jemals in den Händen halten werde, aber das ist eine andere Geschichte. Heute konzentrieren wir uns auf das Seven Citadel und ich habe hier den All-In-Pledge und wir werden uns den Inhalt dieser Boxen jetzt etwas anschauen. Ich sage deswegen etwas, ich will hier auf alle Fälle nichts spoilern, deswegen das Unboxing wird wahrscheinlich etwas kürzer sein hier, weil ich die ganzen Kartenpatches weitestgehend zulassen werde, aber dennoch schauen wir uns im Groben mal an, was hier alles drin enthalten ist. Wie wir schon sehen, wir haben 2 große Boxen, obwohl das eigentlich das Hauptspiel ist. Da ist der ganze Inhalt drin. Das ist nur eine Aufbewahrungslösung, wenn ihr nämlich zusätzliche Erweiterungen habt, so wie ich, und natürlich die Karten auch noch sleeven wollt. Freut sich meine Tochter nämlich schon drauf, über 1000 Karten zu sleeven. Aber wenn sie da Gefallen dran hat, dann werde ich sie auf alle Fälle machen lassen und dann werde ich mir in Ruhe das Seven Citadel anschauen. Hier schon mal vorab die Frage, ob ihr eventuell zu The Seven Citadel etwas sehen wollt, aber es werden massive Spoiler sein. Ich könnte mir eventuell vorstellen, das Einführungsszenario euch zu zeigen, damit ihr die Regeln quasi verinnerlicht, euch alle Aspekte des Spieles dabei zeigen. Auch da wird es natürlich dann Spoiler geben, aber die anderen Bedrohungen, die dann hier enthalten sind, ihr könnt ja dann weitestgehend alleine spielen. Aber lasst es mich wissen in den Kommentaren, ob ihr etwas dazu sehen wollt. Doch, okay, fangen wir mal an. Ich werde tatsächlich mal nicht mit dem Basisspiel anfangen, ich werde mal mit dieser Box anfangen. Wenn ich mich richtig entsinne, ist hier einfach nur eine Matte drin, also quasi etwas, was man bei The Seven Citadel verwenden kann, um die ganze Landschaft darzustellen. Es ist ein reines kosmetisches Add-on, ist nicht erforderlich, aber ich denke mal, wenn ich diese jetzt ausbreite, dann kann ich dann den restlichen Inhalt ein klein wenig besser darauf darstellen. Und deswegen fangen wir jetzt hier mit dieser Box an. Legen wir also los. Ich bin mir tatsächlich aber nicht sicher, ob hier die Matte drin ist, aber ich habe es ja nirgendwo anders gesehen, deswegen denke ich mal, hier steht auch nichts drauf. Ja, wir werden es gleich sehen, wenn wir jetzt hier die Folie entfernen und diese Box öffnen. Es ist natürlich eine Matte, wenn sie drin ist, die wahrscheinlich gefaltet sein wird. Das ist immer schlecht, weil die braucht dann etwas, bevor sie dann wieder glatt wird und man sie hinlegen kann. Ja, genauso ist es auch. Schöner hätte ich es gefunden, wenn man sie gerollt hätte. Aber okay, nützt ja nichts. Es ist tatsächlich nur die Matte. Ich öffne das Ganze mal, breite die Matte aus und dann schauen wir uns diese mal in Ruhe an. Hier seht ihr die Matte mal vollständig ausgebreitet. Wir haben also ein Grid von 7x7 Feldern. Ich glaube, auf meinen interaktiven Playthrough zu The Seven Continent habe ich auch meinen Table ja verwendet, quasi einen Table auf dem Table, und da die Abmessungen auch 7x7 genommen. Das würde also sogar vielleicht funktionieren, dass ich die Matte dann da drauf lege. Vielleicht mache ich ja doch noch einen interaktiven Playthrough dazu, aber das wird auf alle Fälle nicht die nächsten Wochen werden. Vielleicht irgendwie nach der Sommerpause. Aber wie gesagt, will ich erstmal von euch die Resonanz wissen, ob ihr dazu etwas sehen wollt. Aber wie ihr seht, das Ganze hat mit Knickfallen. Das ist sehr schade, weil so eine Matte ist natürlich dafür da, dass man sie auf den Untergrund hinlegt, dass sie schön glatt ist, dass man die Karten drauflegen kann. Und wenn dann solche Dellen drin sind, dann ist das einfach nicht schick. Ich hoffe, es hängt sich ein klein wenig aus, wenn ich jetzt diese Matte hinhänge. Das werde ich tatsächlich machen, um halt diese Falten hinauszubekommen. Wenn ihr vielleicht eine andere Idee habt, wie man sowas hinbekommt, dann lasst es mich bitte wissen. Okay, ich gehe jetzt gleich wieder etwas näher ran und denn ich würde sagen, jetzt öffnen wir das Basisspiel zu The Seven Citadel. Gut, dann legen wir mal los. Die Box selber sagt erstmal nicht allzu viel. Selbst oben auf dem Cover sieht man nicht, dass es hier irgendwie um The Seven Citadel geht. Da sieht man erstmal mal auf die Seite schaut und hinten auf der Rückseite ist auch nichts weiter drauf. Das ist ähnlich wie bei The Seven Continent, war auch sehr unscheinbar, aber das muss ja nichts heißen. Denn wir wissen, beziehungsweise diejenigen, die Spaß an solchen Spielen haben, The Seven Continent war schon großartig und ich hoffe, dass The Seven Citadel noch eins obendrauf
auflegt. Tatsächlich kenne ich die Spielmechanik ja schon von dem Spiel, habe ja auch einen Prototyp-Review dazu gemacht zur Kampagne. Wer das verpasst hat, hier oben rechts, ich blende mal den Info-Button ein, könnt ihr euch die ganze Sache mal anschauen, wie The Seven Citadel gespielt wird. Quasi nur das Einführungsszenario und ich glaube auch nur ein paar Runden habe ich gespielt, nicht bis zum Ende, aber so viel, damit ihr wisst, wie dieses Spiel im Groben funktioniert. Beziehungsweise auch die Unterschiede zu The Seven Continent. Ein paar Unterschiede gab es da schon, aber da werde ich auch noch drauf eingehen. Ansonsten sollte sich hinsichtlich des Prototyps an den Regeln nicht allzu viel geändert haben. Ich glaube, bei den Gegenständen hat man noch etwas mit den Schlüsselwörtern und mit diesem Gewicht etwas verändert. Aber ansonsten sollte das sogar reichen, damit ihr selber mit dem Spiel anfangen könnt, wenn ihr euch diesen Prototyp-Review anschaut. Aber legen wir jetzt los mit dem Inhalt der Box. Wir haben ein Lesezeichen, das werden wir brauchen, weil wir hier kleine Abenteuerbücher drin haben werden. Das sind sogenannte Bedrohungen. Zum Vergleich zur The Seven Continent eventuell sowas wie die Flüche. Nur hier ist das eine ganz andere Bedeutung. Wir werden also ein Buch haben, werden ein bisschen Story bekommen und irgendwann wird uns das Buch sagen, jetzt spiel endlich. Dann legen wir das Lesezeichen rein und dann spielen wir so lange, bis wenn wir eventuell wieder aufgefordert werden, im Buch nachzuschauen. Tatsächlich muss man aber sagen, dass es jetzt kein großes storygetriebenes Leseerlebnis ist. Also quasi alles, was narrativ passiert, wird über die Karten dargestellt auf dem Kontinent selber oder in der Zitadelle in dem Fall. Das heißt, das im Buch sind nur so kleine Zwischensequenzen bzw. Veränderungen, die eventuell durchgeführt werden müssen, was Setup oder sonstige Sachen angeht. Deswegen also jetzt nicht irgendwie denken, dass man hier stundenlang in irgendwelchen Büchern wälzen muss, ist tatsächlich nicht der Fall. Wir haben hier, okay, eine Danksagung wahrscheinlich für den Bäcker mit 000, also quasi die erste Karte, die man aufdeckt. Machen wir weiter mit dem Regelbuch. Das wird etwas umfangreicher sein als noch bei The Seven Continents. Sind ein paar zusätzliche Aspekte dazugekommen. Die schauen wir uns natürlich auch anhand des Materials an. Sehen wir hier schon. Das Material hat man weitestgehend noch gleich gelassen. Relativ einfach, jetzt nicht irgendwie Hochglanz, aber vollkommen in Ordnung. Ich brauche beim Regelbuch keine Hochglanzbroschüre. Das reicht mir aus. Hauptsache, es ist gut beschrieben. Bei The Seven Continent war es gut beschrieben. Deswegen denke ich mal auch jetzt hier bei The Seven Citadel wird das ähnlich sein. Und wie viele Seiten haben wir? Dann haben wir noch eine Referenz. Und dann haben wir 27 Seiten. Okay, das ist noch recht erträglich. Kommen wir zum nächsten. Ja, das ist schon wieder etwas Besonderes. Und zwar die Weltkarte zu Seven Citadel. Also wir werden hier nicht nur in einem kleinen Bereich irgendwo sein, sondern auf einer großen Karte. Ich würde sagen, ich klappe sie mal auf und breite sie aus. Schauen wir uns diese mal an. Auch hier wieder etwas schade, dass das Ganze halt mit so starken Knicken versehen ist. Auch hier hoffe ich, das Ganze legt sich noch ein klein wenig aus. Wofür ist das gedacht? Diese laminierte Karte wird dann uns zeigen, wo wir beginnen bzw. wo wir hinreisen können. Und wir haben auf dieser Karte so kleine Taschen hier. Und in diese Taschen werden dann wieder andere Karten hineingesteckt, um gegebenenfalls irgendwelche Landschaftsveränderungen darzustellen, zum Beispiel irgendwelche Reiseziele oder sonstige Ereignisse, sodass wir auf dieser Karte immer wieder gegebenenfalls hin und her reisen müssen. Es ist also ein sehr episch angelegtes Abenteuer. Man hat dieser Karte auch einen extra Namen gegeben, und zwar Decal Protektorat. Ob das tatsächlich ein Hinweis darauf ist, dass es eventuell in Zukunft da nochmal Erweiterungen geben wird, mit noch mehr Bedrohungen, mit einer anderen Weltkarte. Wer weiß, was Zeus Pop in Zukunft noch geplant hat. Erkennbar ist auf alle Fälle, dass hier auch so eine Art Wappen drauf ist. Und wenn ich mal in die Box hineinschaue, ach, ich räume jetzt wahrscheinlich die Karte wieder weg, hol mal die Box her. Und dann können wir einfach wieder weiter durch den Inhalt gehen. Denn hier haben wir auch so ein Wappen. Allerdings ist hier nichts drauf. Das heißt, man könnte tatsächlich vielleicht das Symbol dort hineinzeichnen, dass man momentan halt in dieser Welt ist. Und vielleicht in Zukunft gibt es irgendwelche anderen Weltkarten, wo dann ein anderes Symbol hineinkommt. Aber das ist reine Fiktion. Keine Ahnung, ob das tatsächlich so ist. Aber was ist das hier? Das ist ein sogenannter Citadel Leaflet. Da gibt es verschiedene, nicht verschiedene, es gibt mehrere, es sind alle gleich. 1, 2, 3, 4 Stück an der Zahl.
Hier werdet ihr quasi euren ganzen Fortschritt festhalten. Allerdings nicht pro Spieler einen, das Spiel ist ja für 1 bis 4 Spieler, also dann werden dann diese Cheats schon aufgebraucht, tatsächlich pro Abenteuer nur 1 davon. Wem das nicht ausreicht, so wie mir, ich habe im All-In-Pledge nochmal so ein Band gehabt, ich lasse es ganz einfach zu, hier sind nochmal 7 weitere Citadel-Leaflets drin, also wenn ihm das nicht ausreicht, dann hat man genug. Des Weiteren sollte man sich vielleicht überlegen, wenn man so eins hat, dass man sich eine Kopie macht. Oder vielleicht gibt es auf der Website von Serious Pop auch noch eine Möglichkeit, diese Sachen herunterzuladen und selber auszudrucken. Allerdings, das Ganze ist sehr umfangreich. Denn es ist nicht nur dieses einzelne Blatt hier oben. Das Ding ist doppelseitig mehrfach ausklappbar. Gehen wir mal ganz kurz durch. Wir haben diverse Attribute, die wir erarbeiten können während unseres Abenteuers. Unsere Namen können hier festgehalten werden. Irgendein Level, was hier dargestellt wird. Und dann klappen wir das Ganze mal auf. Und da haben wir hier einen sogenannten Destiny-Strang. Das ist immer dann, wenn wir irgendwelche besonderen Karten haben, können wir zusätzliche Bonuseffekte hier freischalten. Das ist wie so ein kleiner Wirtschaftsbaum, kann man so sagen, dass man halt sich immer mehr Sachen nach und nach, die miteinander verbunden sind, dann freischaltet. Ihr seht, das ist sehr, sehr groß angelegt. Und hier haben wir auch schon, ich klappe das mal weiter auf, es geht nämlich noch weiter. Ihr seht, das ist riesengroß. Nochmal einen Kartenausschnitt für vielleicht irgendwelche Notizen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich mit der Story null auseinandergesetzt, aber ich denke mal, hier kann man sich auf alle Fälle Notizen machen. Und hier gibt es noch die Möglichkeit, Sidequests zu erfüllen. Auch das wird dann hier alles festgehalten. So, das sind also jetzt hier 4 Seiten und das Ganze auch noch eine Rückseite. Das heißt, wir haben tatsächlich 8 Sachen, die wir hier festhalten. Dann hier nochmal das Eingangsblatt. Hier haben wir Gebäude, die wir bauen können während unseres Abenteuers. Auch hier gibt es dann diverse Effekte, die diese Gebäude freischalten. Und hier gibt es mal eine Art Referenzguide für alle Symbole, die man hier in dem Spiel so vorfinden wird. Das gab es ja auch bei The Seven Citadel, bei The Seven Continent, ich komme schon durcheinander. Aber diese Symbole, beziehungsweise auch die Funktionsweise, die ist fast identisch. Wer The Seven Continent kennt, der wird sich hier in diesem Spiel relativ schnell heimisch fühlen. Aber machen wir weiter. Was haben wir denn hier noch? Wir haben ein dickes Buch. Also es ist doch noch ein bisschen Leser-Story dabei. Und zwar ein Dialogbuch. Wir werden also auf Charaktere treffen, mit denen wir interagieren können. Die werden also Dialoge mit uns führen. Noch ganz kurz, noch so einen kleinen Hauch so. Ihr seht also hier, das sind diverse Nummern drin, die wir dann hierher geführt werden. Da gibt es bestimmte Anweisungen. Man hat also nicht alles in Karten dargestellt. Man hätte jetzt natürlich auch die Dialoge noch auf extra Karten machen können. Ziehe die Karte, liest das Ganze, ist quasi der gleiche Effekt. Aber ich denke mal, diese storyrelevanten Sachen hat man sich dann doch dazu entschieden, das Ganze in einem Buch festzuhalten, das denke ich mal recht gut ist. Man wird ja immer von der Karte dann direkt hierher geführt, liest den entsprechenden Absatz, trifft seine Entscheidung oder macht irgendetwas und dann geht es wieder schnell zurück ins Spiel. Aber ihr seht eine ganze Menge und leider, leider muss man sagen, das Spiel gibt es nur in Französisch und in Englisch. Ob es wie bei The Seven Continent eine deutsche Version, jedenfalls wieder über Pegasus, geben wird, vielleicht eine abgespeckte Version, keine Ahnung. Ich werde dieses Exemplar auf alle Fälle nicht verkaufen. Ich werde es nicht nochmal so falsch machen wie bei The Seven Continent. Ich habe meine Seven Continent tatsächlich wieder verkauft, weil ich einfach nicht die Zeit dazu gefunden habe, es zu spielen. Die Konsequenz war, dass meine Tochter ziemlich sauer auf mich war, denn sie wollte das Spiel dann irgendwann selber spielen. Und ich hatte es dann nicht mehr da gehabt. Somit war ich dann gezwungen, es nochmal zu kaufen. Habe mir aber dann die deutsche Version gleich geholt gehabt, um das Ganze etwas leichter auch für sie zu machen. Aber jetzt habe ich es quasi wieder bei mir da in der abgespeckten Version. Reicht aber voll und ganz. Okay, jetzt geht's weiter. Drehen wir das Ganze am besten mal. Wir haben diverse kleinere Bücher. Das sind die sogenannten Bedrohungen oder wie bei The Seven Continent war, die Flüche, also quasi die Rahmenbedingungen für unser Spiel. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob diese Sachen miteinander verknüpft sind. Also quasi, dass es eine explizite Reihenfolge gibt, wie man diese Bücher spielt, ob die jedenfalls dann auch wieder Auswirkungen haben auf das nächste Buch oder ob das Ganze dann wieder zurückgesetzt wird. Das wird man erst über diese Bücher erfahren, aber ich denke mal, hier steht es drauf. Auf. A New Beginning, man sollte hier tatsächlich damit anfangen, ist auch das Einführungsszenario. Hier werden also quasi Setup, Geschichte und all sowas erstmal dargestellt und dann geht's los. Das könnte ich mir vorstellen auf alle Fälle für euch.
zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ich denke mal nicht, dass das so episch umfangreich sein wird, dass das jetzt hier Monate dann sprengen würde. Aber ja, wenn ihr es wollt, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen, würde ich entsprechend etwas vorbereiten. Aber wir haben noch eine Bedrohung. Man sieht das schon, das ist viel, viel dicker. Drums of Desolation. Bedrohung. Also hier geht es dann quasi dann ins nächste Abenteuer hinein. Und dann haben wir noch eine Bedrohung, also eine zweite große epische Geschichte. Dadak Shems, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, Awakening. Auch eine Bedrohung. Wem das da nicht reicht, der hat noch eine Möglichkeit, und zwar mit dieser Erweiterung The Final Throne, auch nochmal eine Bedrohung. Wenn wir dann diese kleine Box öffnen, dann zeige ich euch nochmal, was hier drin enthalten ist. Okay, was haben wir jetzt hier? Ganz viele Kartenpatches. Da will ich auf alle Fälle jetzt nicht ins Detail gehen. Vielleicht finde ich irgendetwas, was jetzt keinen grünen Background hat. Also die grünen Karten, das sind immer irgendwelche Terrain- oder Ereigniskarten, je nachdem, wo man sich gerade aufhält. Alles ist hier möglich, alles kann mit solchen Karten dargestellt werden. Ihr seht, wie viele es sind. Ich gehe mal ganz kurz durch, in der Hoffnung, vielleicht ein paar blaue zu finden. Ne? Denn das sind die charakterspezifischen Karten. Das wäre jetzt kein Spoiler. Aber wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier durchgehe, das ist das letzte Kartenpack, was ich rausholen werde, wird es wahrscheinlich das sein. Oder? Oder? Ja. Gehen wir auf die Seite. Und da, tatsächlich. Okay, dann werde ich dieses Mal öffnen. Das lege ich mal zur Seite. Aber noch ein blaues. Ah, es sind noch ein paar blaue. Oh, eine ganze Menge. Okay, das sind jedenfalls Ereigniskarten, auch spoilerrelevant. Das auch und das auch. Das will ich alles nicht öffnen. Bevor ich die Karten aber öffne, ich lege sie nochmal kurz zur Seite. Schauen wir nochmal hinein, was hier noch drin ist. Wir haben hier noch eine kleine Mini-Erweiterung. On the Edge of Peril. Okay. Bin ich neugierig. Steht irgendwas da, das ich nicht öffnen darf? Nein, wir haben Trenner und wir haben Karten fürs Abenteuer. Die Trenner, die werden dann wieder in die Box hier hineingelegt, dann kommen die entsprechenden Karten dahinter, also dann hier zum Beispiel mit diesem Symbol oder was, der Edge of Peril ist, keine Ahnung, wird wahrscheinlich dann innerhalb dieser Karten dann erläutert werden, wie ich das Ganze dann einfügen muss. Und da haben wir ja wieder so ein Package, das werde ich jetzt nicht öffnen, aber mal sehen, die Anleitung. Hier kann ich euch auch schon mal mitteilen, wie das Ganze funktioniert, wie sich das ins Spiel einfügt. Es ist nicht empfohlen für das erste Spiel, also wenn ihr noch im Einführungsszenario seid, sollt ihr das Ganze noch nicht einfügen, aber danach könnt ihr danach verfahren. Das heißt, ihr nehmt den Trenner, packt ihn in die Box, die entsprechenden Karten dahinter, dann verfahrt ihr mit den ganzen Abenteuerkarten, die ihr sonst noch findet, ganz normal numerisch einsortieren, grüne immer vor goldenen, wenn es quasi die gleichen Nummern sind. Dann der zweite Trenner, den wir haben, geht hinter die 130er Karten. Wir bekommen noch eine Karte mit der Nummer 490, wahrscheinlich beschreibt das, wie das Ganze funktioniert. Aber mehr steht hier nicht drauf, werde ich also erst dann herausfinden, wenn ich mit dem Einführungsszenario durch bin. Okay, und dann haben wir hier ein bisschen Schaumstoff, um Kartenplatz zu füllen. Je nachdem, ob ihr mit oder ohne Sleeve spielt, werdet ihr diversen Platz benötigen oder eventuell etwas übrig haben, damit die Karten nicht hin und her purzeln, auch recht nett. Dann haben wir hier direkte Kartentrenner, um das Ganze etwas besser zu sortieren. Es ist natürlich ein kleiner Nachteil hier in dem Spiel. Das ist so die ganze Zeit immer so wie in der Bibliothek. Man muss halt im Register durchschauen, was will man haben, welche Karte. Es ist sehr viel hin und her zu sortieren. Wer keinen Spaß an sowas hat, der sollte dann die Finger davon lassen. Aber wem das vollkommen egal ist, wie mir zum Beispiel, der wird sowas auf alle Fälle lieben, auch zu machen, auch wenn es jedenfalls öfters ist. Aber es ist halt gut strukturiert, diese ganzen Trenner, die Karten gehen dann dahinter, Quest-Items, dann hier die ganzen Erkundungskarten, die es dann gibt und alles nochmal numerisch ein klein wenig aufgedröselt in 50er Schritten, sodass man halt auch relativ schnell dann die passende Karte findet. Und hier hinten haben wir noch ein paar Standees, das heißt, ihr könntet eure Charaktere mit diesen Standees darstellen, wenn ihr wollt, oder ihr verwendet die mitgelieferten kleinen Miniaturen. Mal kurz die Box hier zur Seite und schauen uns das an. Diese Miniaturen sind wirklich Miniaturen. Also den Namen Mini haben sie auf alle Fälle verdient. Bei manchen anderen Spielen, da fragt man sich schon tatsächlich, ist das noch Miniatur oder ist das schon Monument? Aber okay, jetzt gehen wir auf. Jetzt. Okay, schauen wir uns das an. Okay, was haben wir hier? Wir haben in jeder Farbe zwei
Stück. Wahrscheinlich für Männlein und Weiblein. Also tatsächlich, es ist Mini. Sehr, sehr cool. Aber es sind halt Miniaturen. Und das sieht schon schick aus, wenn das auf diesen kleinen Karten dann ist. War auch bei The Seven Continents so. Dann haben wir eine Lupe. Sehr wichtig, denn sehr oft werdet ihr Karten finden, die ihr euch ganz genau anschauen sollt. Manchmal sind irgendwelche Objekte drauf, die vielleicht mit irgendwelchen Informationen interagieren. Ihr werdet nebenbei ein kleines Abenteuerbuch führen. Ich hole das mal her. Das ist nämlich dieses als Add-on möglich. Allerdings wäre das nicht halt auch nicht so schlimm. Ihr habt diesen Quest-Item-Trenner. Da packt die Karten mit den entsprechenden Informationen immer dorthin. Aber wer die Sachen etwas schicker aufbewahren möchte, gab es auch schon bei The Seven Continent. Okay. Schauen wir mal rein. Mal eingepackt. Oh, in grün, genauso wie die Karte. Und dann haben wir dieses Buch, diesen Binder. Und hier sind so Sleeve-Füllen drin. Hier können die Karten dann, also die ihr sonst hier dahinter packt, hineingepackt werden, sodass ihr immer nachschauen könnt, ob irgendwelche wichtigen Informationen dabei sind. Und mit dieser Lupe findet ihr halt diese Informationen relativ leicht. Beziehungsweise es wird auch Karten geben, wo irgendwelche Geheimnisse drauf sind, irgendwelche versteckten Nummern. Wenn ihr irgendwelche Nummern entdeckt, dann dürft ihr die Karte ziehen und dann passiert immer irgendwas. Also diese Lupe ist auf alle Fälle euer Freund. Vor allen Dingen, wenn ihr schlechte Augen habt wie ich, dann wird die euch auf alle Fälle helfen. Aber was haben wir noch? Wir haben hier die Standfüße für die Standees, falls ihr halt nicht mit den Miniaturen spielen wollt. Und wir haben Würfel. Wie bei The Seven Continents, ich wiederhole mich wahrscheinlich, gibt es auch hier Würfel. Allerdings haben die hier eine komplett andere Bedeutung. Bei The Seven Continents waren die Würfel dafür da, um eure Gegenstände, um die Aufladungen anzuzeigen. Das wird es hier in diesem Spiel nicht geben. Das mit den Gegenständen funktioniert hier ein klein wenig anders. Allerdings wird es doch hier und da Sachen geben, wo ihr mit diesem Würfel anzeigt, wo seid ihr gerade, wenn ihr irgendwelche verketteten Aktionen durchführt, um das quasi euch anzeigen zu lassen. Und manchmal gibt es irgendwelche Effekte, wo ihr tatsächlich den Würfel mal werfen müsst, um irgendetwas zufällig zu bestimmen. Deswegen, also der Würfel hat mehrere Funktionen. Und last but not least, die Lebenspunktezähler. Hier ist es so, dass ihr tatsächlich Lebenspunkte habt. Je nachdem, wie viele Spieler ihr seid, habt ihr einen entsprechenden Lebenspool für euch selber. Es ist kein gemeinschaftlicher Pool wie bei The Seven Continent. Und diese Lebenspunkte, die liegen erstmal jedenfalls dann bei euch. Und hier und da gibt es Effekte im Spiel, die sagen, ihr bekommt Lebenspunkte oder ihr verliert Lebenspunkte. Kommt ihr auf 0 Lebenspunkte, habt ihr das Spiel verloren, seid ihr quasi bewusstlos geworden. Es wird hier eine Mechanik geben, wenn ihr eure Aktionskarten dann spielt. Da war es ja so bei The Seven Continent, ist euer Aktionsdeck leer, dann habt ihr die Ablage gehabt und dann kommt dann die Fluchkarten gegebenenfalls zum Vorschein und wäre eine Fluchkarte dabei, dann hättet ihr das Spiel verloren. Das ist immer so ein Ritt auf der Rasierklinge gewesen, obwohl wenn man ganz viele Karten hat, dann ist die Chance relativ gering, aber es ist so ein zufälliger Aspekt gewesen, wo man halt nicht weiß, okay, damit ist das Spiel halt dann komplett zu Ende. Hier hat man ein klein wenig Kontrolle drüber, denn immer wenn euer Aktionsdeck leer ist, werdet ihr quasi wieder erholen müssen und das kostet immer eine bestimmte Anzahl an Lebenspunkten. So könnt ihr so ein bisschen taktieren, ja, wie oft mache ich das, dass ich Lebenspunkte verliere? Habe ich eventuell andere Möglichkeiten, um Lebenspunkte wieder zurückzuholen oder andere Karten wieder in mein Deck hineinzubekommen? Ich denke mal, es ist eine bessere Lösung als mit dieser Zufälligkeit bei The Seven Continent mit den Flüchen. Aber es ist halt auch ein anderes Spiel, muss man sich auch immer bewusst sein. Da geht es halt quasi um Flüche und wenn einen der Fluch einholt, dann ist es so. Hier sind es tatsächlich Lebenspunkte. Ja, und für jeden Farbe, für jeden Spieler gibt es da quasi eins von diesen Teilen. Und jetzt habe ich schon ziemlich oft das Kartenpackage in die Kamera gehalten. Jetzt habe ich es mal geöffnet, um euch mal nur ein paar Beispiele zu zeigen. Ihr werdet also dann über so ein Kartendeck verschiedene Möglichkeiten haben, im Spiel voranzukommen. Oft wird es so sein, dass ihr im Spiel irgendeinen Test bestehen müsst. Das heißt, ihr zieht eine bestimmte Anzahl von Karten. Oft ist es eine Mindestanzahl, die ihr ziehen müsst, aber oft könnt ihr auch mehr ziehen.
Aber ihr müsst auch eine bestimmte Anzahl an Erfolgen schaffen. Und die Erfolge werden hier mit diesen Sternen dargestellt. Und wenn wir zum Beispiel jetzt einen Test haben, der sagt, wir dürfen zwei Karten ziehen, müssen aber mindestens zwei Erfolge haben, dann könnte es zum Beispiel sein, dass wir zwei solche Karten ziehen, dann haben wir hier zwei Sterne, zwei Erfolge, wunderbar, klappt alles. Allerdings kann es auch mal sein, dass wir diese beiden Karten ziehen, da haben wir das und das, ja, das sind alles nur so halbe Sterne, das hilft uns nicht viel, aber wir können Karten miteinander kombinieren, aber immer nur auf eine Art und Weise. Also wir können nicht sagen, das ist jetzt ein Stern und jetzt drehen wir das Ganze noch extra noch um und das ist auch ein Stern. Tatsächlich ist das jetzt hier nur ein Erfolg, würde für das Beispiel jetzt nicht ausreichend sein. Deswegen vielleicht noch eine dritte Karte dabei zu haben, ist nicht schlecht, weil dadurch hat man natürlich größere Chancen, dann die entsprechenden Erfolge zu bekommen. Des Weiteren, und das ist neu bei The Seven Citadel, wir haben diese Fähigkeitssymbole, auch die werden teilweise in Erfolge umgemünzt. Dafür braucht ihr aber teilweise Gegenstände oder andere Karten auf eurer Hand, die euch befähigen, solche Sachen dann in Erfolge umzumünzen. Da muss man auch schauen, dass sein Charakter vielleicht sich ein klein wenig spezialisiert und gerade wenn man dann bessere Karten sich dann irgendwann ins Deck holen kann, dass man vielleicht auch solche Karten hineinnimmt, die ihnen dann besondere Erfolge geben. Denn dann müsst ihr teilweise auch weniger Karten ziehen und habt dadurch größere Chancen, eure Tests zu schaffen. Doch ich will da nicht allzu sehr ins Detail gehen. Wie gesagt, schaut euch den Prototyp-Review an, da wird das alles nochmal richtig toll erklärt, sage ich jetzt mal, weil ich es gemacht habe, aber ich denke mal, es kommt auf alle Fälle rüber, sodass ihr die Funktionsweise dieser Mechanik auf alle Fälle damit kennenlernt. Okay, und damit bin ich durch mit der Box. Es sind noch diese drei Sachen drin, hier werden die ganzen Karten hineingepackt. Allerdings werden diese drei Sachen nicht ausreichend sein, wenn ihr eure Karten sleeven wollt, beziehungsweise die ganzen Erweiterungen habt. Und aus diesem Grund gibt es noch so eine Box. Ich habe mal schon die Folie entfernt, damit das Ganze nicht so stark reflektiert. Aber hier werdet ihr nicht viel Inhalt finden, jedenfalls keinen spielrelevanten Content, denn das ist tatsächlich nur für die Aufbewahrung bzw. die ganzen Package an Sleeves, die ihr benötigt, wenn ihr alle Karten sleeven wollt. Ich denke mal, ja, ich hoffe mal, dass es ausreichend sein wird. Ansonsten habe ich von The Seven Continent auch noch ein paar übrig. Ist ja das gleiche Kartenformat. Hier hat man noch ein paar Schaumstoffklötze, um das Ganze auszufüllen. Warum ich jetzt hier noch so einen Tray habe? Ich habe keine Ahnung, weil es gibt keine zusätzlichen Miniaturen. Vielleicht durch die Add-ons, schauen wir uns gleich an, da wird hier und da eventuell was miniaturenmäßig dabei sein, dann könnte man es hier mit hineinfrachten, aber man hat ja meistens dort einen extra Tray, deswegen, also warum das jetzt hier nochmal drin ist, keine Ahnung. Vielleicht hat jemand für euch eine Idee, warum das so ist, dann teilt es mal bitte mit in den Kommentaren. Okay, ihr Lieben, jetzt haben wir schon einiges uns angeschaut, aber auch nebenbei hier und da schon das ein oder andere Addon mit dazu euch gezeigt. Lassen wir das Ganze gleich hier und machen mal weiter mit den Erweiterungen, die ich jetzt hier so habe. Dann öffnen wir das erstmal. Da haben wir Wissen ist Macht. Das kommt mir sehr bekannt vor, war nämlich bei der Seven Citadel eine Schlüsselkarte oder mehrere Karten, die dafür immer Sorge getragen haben, dass wir irgendwelches Wissen bekommen haben, irgendwelche Erfahrungskarten. Okay, lassen wir das mal so, wie es ist. Das sind andere. Nein, ich will nichts wollen. Okay, dann lesen wir uns mal ganz kurz hier diese Mini-Anleitung durch. Ja, vielleicht kann ich schon etwas dazu sagen, ohne zu spoilern. Tatsächlich bekomme ich nicht viel Aufschluss darüber. Ich weiß zwar, dass es hier 40 Karten sind. Es sind 20 Doppelkarten. Also ich denke mal, das werden irgendwelche aufklappbaren Karten sein. Wir sollen einfach alles einsortieren. Wird auch nicht eingeschränkt, dass wir das nicht verwenden sollen im ersten Spiel. Deswegen würde ich es ganz einfach dann gleich mit hineinpacken, auch für das Einführungsszenario. Vielleicht sieht man ja die ein oder andere Karte. Ich will jetzt nicht spoilern, deswegen lasse ich dieses Package zu. Aber ihr seht hier, hier ist irgendetwas dicker. Also das sind keine normalen Karten. Ja, bin ich auf alle Fälle mal gespannt. Machen wir mal weiter mit dieser kleinen Erweiterung. Die Alembic of Valengard. Was auch immer es sein mag. Irgendwas ist eingerissen, ja. Okay. Und es klingt danach, dass hier Miniaturen drin sind. Spannend. Oh, ja, es sind auf alle Fälle Miniaturen drin. Aber nicht mehr. Oh, eine Box ist drin. Karten sind drin. Und ja, das ist nur was zum Auffüllen. Das ist okay. Wir haben also Standees,
die wir verwenden können. Aber das Ganze würde dann auch hier mit Miniaturen gehen. Schauen wir uns die mal ganz kurz hier an. Oh, relativ simpel gehalten. Irgendwelche kleinen. Oh, was ist denn das? Eine Teekanne? Sehr skurril. Okay. Dann irgendwelche Karten, die ich jetzt nicht öffnen werde. Und wir haben Do not open. Auf alle Fälle, dann öffnen wir das Ganze nicht. Auch hier normal die Anweisung, außer dass hier nochmal darauf hingewiesen wird, halt nicht diese Box zu öffnen. Dass wir halt diese drei Figuren haben, dass wir 30 Karten haben und dass wir quasi alles so einsortieren sollen in die Box, ne, wie es halt bekannt ist, mit den Nummern und den entsprechenden römischen Zahlen für die Erkundungskarten. Und dann wird die ein oder andere Sache, was auch immer es ist, dann zum Vorschein kommen. Es wird nicht eingeschränkt, nicht fürs erste Spiel das zu benutzen, und deswegen werde ich das dann auch gleich mit verwenden. Das sind wir schon mal durch. Ich habe noch eine kleine Box. Schauen wir uns die auch noch an. Diese trägt den Namen Die Anwählers. Schauen wir mal, was es ist. Okay. Klingt auch danach, dass es Miniaturen sind. Oh ja. Nichts spoilern. Ihr habt jetzt nichts gesehen. Okay. Okay, Box ist leer. Wir haben also irgendwelche Karten, die wir wieder einsortieren dürfen, können, sollen. Dann irgendwelche kleinen Tentakel. Standys, falls man mit der Standy-Variante spielen möchte, anstelle von dem Plastik. Und dann haben wir die gleiche Anweisung wie bisher auch. Wir können das Ganze einsortieren, verwenden. Es gibt keinen Grund, es nicht am Anfang mitzuverwenden. Und deswegen werde ich das dann auch so machen. Okay, und damit sind wir durch mit dieser kleinen Erweiterung. Kommen wir noch zu dieser etwas größeren. Ich hatte sie vorhin da schon mal kurz in die Kamera gehalten. Der Final Throne. Das ist quasi eine extra Bedrohung, die man spielen kann. Darf, möchte, sollte. Okay. So, wie öffne ich das jetzt? Ohne dass mir wieder Karten entgegenfallen, um euch zu spoilern. Ach so, ist gut. Einsortiert, da passiert nichts. Box ist leer. Und was haben wir? The Final Throne, also das Bedrohungsbuch. Ziemlich viel. Recht dick. Oh, haben wir nochmal. Ja klar, wenn man es nochmal spielt, beziehungsweise dann sind die vielleicht doch nicht miteinander verknüpft, dann ist das alles immer ein eigenständiges Spiel, wo man halt wieder so einen Cheat braucht. Ist jetzt nur einer drin, aber besser als gar nichts, um diesen Fluch oder diese Bedrohung zu spielen. Ist auch schon ein Fluch. Okay, dann haben wir hier noch eine extra Anweisung. Und jede Menge Karten, die ich jetzt nicht öffnen möchte. Ich gehe davon aus, dass die dann ganz normal auch wieder in die Boxen hineinsortiert werden. Und erst wenn uns das Spiel sagt, dass wir sie lüften dürfen, wahrscheinlich dann über das Bedrohungsbuch, wird dann irgendeine Einführungskarte dann gestartet und dann läuft das Ganze weitestgehend über diese Karten. Wobei man halt wie bei The Seven Continent weiß, dass viele Sachen auch miteinander korrespondieren. Also nur weil das diese Karten sind, heißt das nicht, dass wir nur diese Karten dann in diesem Spiel in dieser Bedrohung verwenden werden. Das können teilweise auch tatsächlich auch noch Karten aus dem Basisspiel oder den ganzen Add-ons sein. Das sind aber Sachen, die werde ich dann angehen, wenn ich mit den anderen durch bin, weil ich denke mal, das klingt so nach Finale, nach Abschluss. Ja, das macht man dann, wenn es soweit ist. Und damit, liebe Freunde, bin ich durch mit dem Inhalt zu The Seven Citadel, was den Content angeht. Ich habe noch eine Sache, und zwar das hier. Ja, was ist das? Das sind Kartenhalter, und zwar aus Holz, allerdings zum selber zusammenbasteln, aber zum Glück, ich muss sie nicht schnitzen, das wäre ja noch schöner. Allerdings, es ist eine kleine Feile drin, das bedeutet, es wird nicht alles so hundertprozentig passen. Es sind 4 Stück, deswegen für jeden Spieler wird es dir die Möglichkeit geben, eine Kartenablage zu machen oder einen Kartennachzugstapel. Bei The Seven Continent war es so, da war das ja quasi immer ein gemeinschaftlicher Pool. Hier verwaltet jeder seine Karten selber und deswegen braucht auch jeder
seine Ablage. Ich würde mal sagen, wir können uns das sowieso nicht viel drunter vorstellen, wenn das jetzt hier so da liegt. Ich baue mal exemplarisch jetzt einen zusammen. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lange. Und dann zeige ich euch mal, wie er zusammengebaut dasteht. Es ist etwas, was braucht man überhaupt nicht. Des Weiteren weiß ich noch nicht, wie ich das Ganze irgendwie verstauen soll. Denn dafür gibt es keine Aufbewahrungslösung. Die würden dann quasi so frei bei mir herumstehen. Aber okay, ich baue mal einen zusammen. Ja, et voilà, es ist vollbracht und tatsächlich, das ging schneller, als ich angenommen hatte. Ich habe auch die kleine Feile überhaupt nicht benötigt, hat alles sehr gut gepasst. Funktioniert so ein wenig wie ein Punchboard, das ist quasi wie in Cardboard, nur dass man diesmal als Material Holz genommen hat. Und das finde ich schon mal sehr cool. Eins werde ich auf alle Fälle zusammengebaut lassen, denn wenn ich einen Playthrough mache, werde ich ihn wahrscheinlich komplett solo gestalten, also nur mit einem Charakter. Und werde dann hier meine Ablage haben, das war der Nachzugstapel, meine Ablage. Und dann haben wir hier noch zusätzliche Fächer. Und zwar wird es hier eine Mechanik geben, dass wir teilweise Karten blocken müssen. Wie das genau funktioniert, könnt ihr euch auch im Prototyp-Preview angucken. Da habe ich das auch schon mal entsprechend erläutert. Nur, dass da diese geblockten Karten unter die Charakterkarte kamen. Hier kann man das ein bisschen besser differenzieren. Kann man also diese Sachen dann hier hineinpacken. Einmal für die Gegenstände, einmal für die normalen Handkarten. Weil man die geblockten Karten auch immer sich anschauen kann. Und so hat man eine kleine bessere Übersicht darüber. Aber wie gesagt, ist ein reines kosmetisches Add-on. Ob man es tatsächlich so braucht, sei mal dahingestellt. Man kann auch den Nachzugstapel und die Ablage ganz normal auf den Tisch platzieren. Ja, liebe Freunde, damit bin ich durch mit dem Unboxing zu The Seven Citadel. Ihr seht eine ganze Menge, was hier drin ist. Und wer The Seven Continent kennt, der weiß ja, wie groß und episch so ein Abenteuer sein kann mit so vielen Karten. Und da man jetzt seine Zitadelle ausbauen kann mit diversen Gebäuden und mit sonstigen Verbesserungen, dann wird man über ein Storybook bzw. auch über ein Dialogbuch noch durch das Abenteuer geführt. Hier wird es eine ganze Menge zu erleben geben. Das größte Problem, was ich persönlich habe, ist, ich habe nicht so viel Zeit, mich so einer epischen Saga immer hinzugeben. Natürlich reizt es mich schon, hier das Seven Citadel zu spielen. Deswegen auch der Vorschlag, dass ich das Einführungsszenario vor der Kamera spiele. Wenn ihr das wünscht, lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen, dann würde ich entsprechend etwas vorbereiten. Sollte sich nach dem Einführungsszenario herausstellen, und sofern ihr überhaupt eins sehen wollt, dass ich noch mehr sehen möchte, beziehungsweise auch noch mehr vor der Kamera spielen möchte, dann würde ich euch das entsprechend kundtun, wie ich das dann vorhabe. Vielleicht so ähnlich wie bei The Seven Continent als interaktiven Playthrough, aber das ist erstmal reine Zukunftsmusik. Ich will da nicht allzu viel jetzt Erwartungen schüren. Ich weiß nicht, wie es gegebenenfalls in einem Viertel halben Jahr dann meinem zeitlichen Rahmen aussieht. Bock hätte ich auf alle Fälle drauf, aber wir lassen es mal auf uns zukommen und dann sehen wir weiter. Jetzt hoffe ich erstmal, dass ich euch einen Ersteindruck in The Seven Citadel vermitteln konnte. Vielleicht gibt es das Spiel ja nochmal als Reprint mit diversen Erweiterungen, könnt mir das gut vorstellen, oder vielleicht gibt es ja doch nochmal eine deutsche Version. Das würde mich besonders freuen, vor allen Dingen für diejenigen, die da eine Sprachbarriere haben. Ist ja wirklich immer unglücklich, wenn es dann diese Spiele nur in Englisch gibt oder hier in dem Fall noch auf Französisch, aber Deutsch würde man sich auf alle Fälle so ein Abenteuer wünschen. Sollte euch dieses Video gefallen haben, so hinterlasst mir doch bitte einen Daumen nach oben, empfehlt mich weiter, abonniert den Kanal, das hilft mir immer und dann wünsche ich euch alles Gute, habt Spaß am Spiel, bis zum nächsten Mal, euer Genu.